So, Moin. Diese Woche sind aller guten Dinge zwei. Genau. Und zwar mit ziemlich viel Hasbro jetzt im zweiten Teil. Hier haben wir wieder reingekriegt, die erste Black Series Wave in der neuen Verpackung. Ja. Ihr kennt die alle schon, deswegen zeigen wir euch die nur relativ kurz. Die gibt es eigentlich fast alle Charaktere bei uns einzeln und auch im Set. Admiral Akbar, Luke, der gute Tivo und so weiter und so fort. Genau, dann ist auch wieder da, und zwar unsere großen kleinen Stars, die World's Smallest Figuren zu G.I. Joe. Genau. Drei Stück sind's. Ne, das sind Mini-Action-Figuren, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf einer Mini-Karte, die ihr hinten aufmachen könnt. Und die haben auch Zubehör dabei und so, sehr, sehr nettes. So, dann eine etwas ältere Serie von Star Wars, das haben wir auch noch mal ein paar wenige Cases reingekriegt. Zum Beispiel Second Sister Inquisitor, die haben wir leider nur im Set da. Aber den Offworld Java, den... Ja? Sehr cooler Charakter, die Second Sister. Ja, da denke ich auch, dass es davon noch mehr zu sehen geben wird. Den Offworld Java haben wir auch einzeln, ein paar Charaktere haben wir auch einzeln da. Hier haben wir nochmal First Order Stormtrooper und die Rey. Mandalorian in seiner ersten Rüstung. Ja, Sith Trooper. Der mit coolste Kylo Ren als Supreme Leader und Cal Kestis. Cal Kestis, ja. Cal Kestis, ja. Genau, das ist, der nicht gehört so zu der Second Sister. Ach also, so. Der gehört nicht dazu, sondern sie ist quasi sein Gegenspieler aus dem Spiel Jedi Fallen Order, was ich aktuell gerade. Ach so, die beiden gehören noch zu der Serie, die wir euch eben gezeigt haben. Das ist dann der Mandalorian in der Beskar-Rüstung. Haben wir nur noch ganz, ganz wenige einzeln da, ansonsten nur ein Set. Ja, und ein Stormtrooper. Ein Stormtrooper, wie wir eben schon gesagt haben, Stormtrooper kann man eh nie genug haben. Ja. Dann die RC von Transformers. Ja. Muss ich sagen, einer der beliebtesten Charaktere bei euch im Moment so. Ja, die gab es auch so noch nicht von Hasbro, deswegen. Ach so. Ja, ja. Und dann wieder reingekommen zur 40th Anniversary auf Karte, der gute Chewbacca. Ja. Wie ich finde, großartig. Mit die beste Chewbacca-Figur bis jetzt. Das ist die beste, definitiv. Ja. Dann zu dem Retro-Set haben wir Darth Vader wieder reingekriegt. Das komplette Set, da warten auch noch ein, zwei Leute drauf. Kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten rein, hoffentlich danach. Und dann gehen die sofort raus an euch. Ja. Was da noch fehlt. Ach ja, dann haben wir hier noch ein paar Hasbro-Sachen, die ein bisschen neuer sind, obwohl der jetzt wieder reingekommen ist. Der Wolverine im Movie-Outfit. Ja, und ihr habt richtig Bock drauf. Also die, da könnt ihr nicht genug von kriegen, glaube ich. Das glaube ich auch. Und dann wieder G.I. Joe-Figuren, und zwar der Cobra Commander. Ja, und den haben wir jetzt einzeln da, das Set im Moment nicht. Und der phänomenale Direktor Destro. Genau, der wie heißt er denn nochmal komplett? Profit Director, genau. Profit Director Destro. Der sieht ein bisschen aus wie der Tiger King, ehrlich gesagt. Richtig. Na, und er hat auch eine abgefahrene Sonnenbrille dabei und ein Geldbündel, was brennt. Aber das ist ja nicht sein, das ist ja nicht sein normales Outfit. Gibt es da eine bestimmte Folge? Ich glaube, der kam im Comic, kam der so vor. Die Figuren aus der Classified-Reihe sind ja so aus den moderneren Comics. Ach so, verstehe. Und da kam der, glaube ich, so vor. Ist eine geile Variant, also das ist wirklich mal eine Variant, wo die sich... Die ist auch sehr witzig. Die ist sehr witzig. Richtig was bei gedacht haben. Dann von Funko Pop haben wir den großen The Child. Ich hatte jetzt gerade gesagt, den großen Yoda, aber man weiß es man weiß es nicht. Es könnte tatsächlich die Reinkarnation von Yoda sein. Mal schauen, was Ahsoka sozusagen hat, wenn sie dann irgendwann mal auftaucht. Wenn sie mal auftaucht. So, dann haben wir von 1000 Toys jetzt endlich die erste Version vom Hellboy da. Da kommt auch noch eine mit dem BPRD-Shirt. Genau. Wir haben noch nicht alle geliefert bekommen. Das heißt, ein paar von den Vorbestellern werden schon, da wird Montag, glaube ich, werden die rausgehen, und alle anderen werden, denke ich, Ende nächster Woche da ein paar Lieferungen erhalten. Dann von Kotobukiya, von den Bishoujo-Figuren, haben wir die Armored Wonder Woman in der Second Edition. Ich sehr weiß schön. Jetzt nicht, ob die sich in der Bemalung anders verhält als bei der ersten. Ich weiß es auch nicht. Also in der Regel ist das die Bemalung bei den... Ja, aber dann machen sie meistens ja einen Variant raus. Ja. Aber ich bin mir bei den Second Editions auch nicht hundertprozentig sicher. Das könnte vielleicht
Weiß ich es auch nicht. Also naja, ich denke, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Wenn, dann würde ich ein kleines bisschen von der Farbe abgeändert sein. Ich glaube nicht, dass vom Sculpting gar was anders ist. Dann den bisschen was von dem guten Todd McFarlane. Ja, da haben wir ein paar Sets rausgeschickt, einzelne Figuren auch. Wir warten da noch auf eine Lieferung, aber fast alle, die das Set vorbestellt haben, hier natürlich auch mit dem guten Esbert, die sollten es eigentlich dann auch am Montag bzw. Dienstag bekommen. Montag sollten da die letzten rausgehen. Auch Esbert kommt wieder rein, auch einzeln. Ob das noch vor Weihnachten klappt, können wir euch jetzt leider nicht sagen. Das ist wieder eine Hammerfigur. Ja, Esbert ist auch, glaube ich, echt so der beliebteste McFarlane Batman im Moment überhaupt. Dann zur Mr. Fixit Serie. Da haben wir im Moment ein paar einzelne Figuren da. Leider noch, ja, wir haben das komplette Set zwar schon mal da gehabt, auch schon ein paar rausgeschickt, aber noch nicht für alle Leute da. Deswegen können wir im Moment auch noch nicht das komplette Set rausschicken, aber wer hier diverse Figuren einzeln bestellt hat, der wird die dann auch am Montag rausgeschickt bekommen. Ja. Iron Man, Cap America und den guten Thunderstrike. Thunderstrike. Nicht zu verwechseln mit Thor. Ja. Das ist nämlich nicht Thor. So, und zum Abschluss eine ganz wunderbare, richtig fette, ich glaube die schwerste, vielleicht sogar auch die größte Black and White Batman Statue, die es bis jetzt überhaupt gegeben hat. Ja. Und zwar der 100. Batman und wie es sich gehört von dem guten Todd McFarlane, einem Meister seines Fachs, eins seiner berühmtesten Cover eigentlich, die er gemacht hat, dieses Bild hier. Mit Ausnahme von Spawn 1 und Spider-Man. Ja, ich sag ja eins seiner berühmtesten Cover. Und das Interessante dabei ist, dass das hier die Second Edition ist und die First Edition haben wir leider Gottes niemals bekommen, aus dem einfachen Grund, wir haben die wie üblich bei den Vertrieben bestellt, wo wir sie immer herbestellen. Und dann, kurz bevor, ich muss es anders sagen, nicht kurz bevor die ausgeliefert wurde, sondern kurz nachdem Bestellschluss war, hat AT&T verkündet, dass DC da geschlossen wird. Ja. Und dass sie von den Vertrieben, wo wir bestellt haben, weggehen. Und bei allen anderen Vertrieben war sie nicht mehr zu bestellen, weil die Deadline durch war. Und deswegen haben nur ganz wenige Leute die erste Edition bekommen. Mhm. Und weil aber dann so viele Händler wie wir auch unverschuldet leer ausgegangen sind, deswegen haben sie dann nochmal eine zweite Auflage gemacht, eine Second Edition. Das ist die hier, die wir auch an euch alle rausgeschickt haben. Wir werden wohl ein paar übrig behalten, die wir dann auch ganz normal regulär im Webshop verkaufen können. Ich kann euch aber sagen, auch die hier ist ratzekahl ausverkauft beim Hersteller. Das ging damals wirklich auch total schnell. Also wenn sie bei uns dann noch weg sind, dann sind sie weg, dann bleiben sie weg. Dann sind sie weg. So, hier haben wir einen Stormtrooper. Hey, was Wunder, lange kein Stormtrooper mehr im Neuheiten-Video gehabt. Ja, 3,75 Inch. Diesmal, ihr habt es natürlich sofort erkannt, dass das der Stormtrooper aus Rogue One ist. Das habe ich sofort gesehen, auch ohne Lesebrille. Oder? Das hast du sofort. Das ikonischer geht's ja nicht. Ja. Und wer Stormtrooper sagt, muss auch nochmal Stormtrooper sagen. Ja. Den kennt ihr auch schon. Das ist der gute Carbonized Stormtrooper mit einer richtig coolen, ja, Metallverpackung, kann man mal so sagen. Ja, ja, der sieht super aus. So ein bisschen graphitartig sogar. Das passt auch alles zusammen. Ja, total. Silber zu Silber. Dann einer meiner weiblichen Lieblingscharaktere der letzten Jahre bei Star Wars. Ich denke, von der werden wir auch noch mehr zu sehen bekommen. Ich hoffe, also ich wünschte mir ehrlich gesagt eine Serie mit ihr, weil ich finde den Charakter sehr interessant. Wie bei so ziemlich allem in den letzten Jahren bei Star Wars haben wir über sie auch so gut wie nichts erfahren. Außer, dass sie wohl mal die Love Interests, um es mal im Filmjargon zu sagen, von Poe war. Ne? Ach so. Ja. Oha. Sorry, Bliss. Dann eins der besten Zweier-Sets von Star Wars, ja, Luke und Yoda vom Jedi-Training. Ja. Heutzutage weiß man das, ja, der ganze Kanon ist ja bekannt, aber wenn du damals zum allerersten Mal im Kino gesessen hast und hast den kleinen grünen Zwerg da gesehen, wie er ihn malträtiert hat und sie da durch den Dschungel gelaufen sind und man sich die ganze Zeit Gedanken machte, hey, was ist das für ein Gnom da was und ist das so. Für ein Freak? Und das war schon cool, wie sie es aufgelöst haben und so. Richtig klasse. Deswegen, ich selbst bin ja ganz begeistert von dem Set. Super Set, ja. Muss ich sagen. Und die letzte Figur des Tages
haben wir zum Glück wieder reingekriegt. Ganz auch ein toll. Absoluter Renner bei ja. euch. Das ist die gute Sabine Wren. Ja, das ist auch ein so großartiger Charakter in der Serie und ich mag die ganze Optik auch total von ihr. Ja, mal richtig gucken, schön. Ob wir die auch in Real mal zu sehen kriegen. Ich glaube Ich schon. Hoffe es. Also ich könnte es mir auf dem... Ich darf ja nichts sagen, du hast es ja noch nicht gesehen. Nein, ich gucke das auch erst, wenn die gesamte Staffel durch ist. Ja, dann machen wir weiter so. Jeder, der da mir auf Facebook oder sowas schreibt, wird blockiert. Total blockiert, genau. Wird auch im Shop gesperrt. So. Genau, so sieht das aus. Vielen Dank, dass übrigens das neue Format mit den... Comic Cave News mit den Cave News des Tages bei euch so gut ankommt. Ist ja auch wieso gestern und heute, ja, ne? Spitzenmäßig aufgenommen vor tollem Hintergrund. Ich finde das super. Guter Sound, gutes Licht. Authentischer geht's doch nicht. Wieso es heute und gestern keinen gab? Ganz einfach, es gab keine News. Es gab keine News aus Asien, es gab keine News aus Deutschland und die Amis waren gestern alle damit beschäftigt, sich gegenseitig bei Thanksgiving mit Corona anzustecken. Ja. Und heute gab es demzufolge, weil viele dann ein verlängertes Wochenende auch in Staaten machen, nur ganz wenige Neuheiten, da konnten wir euch nicht viel zu erzählen. Ich hätte ein bisschen was jetzt zu den letzten Verkäufen oder so bei uns sagen können oder ein, zwei Sachen, die sich verschoben haben, aber das sage ich euch dann am Montag, das reicht dann auch aus. Deswegen, es macht keinen Sinn, euch eine Cave News zu sagen, nur um dann zu sagen, es gibt keine News, weil... Das wäre aber witzig. Ja, aber den Witz kannst du nur einmal machen. Stimmt. Ja, dann heben wir uns den auf. Genau. Und wenn die Leute 3 oder 4 Mal eingeschaltet haben und immer kommen keine News bei den Cave News, dann ist es Banane. Ja. Ansonsten schaut auch unbedingt rein beim Cave Talk. Genau, Sonntag haben wir mal was ganz anderes. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dürfen wir mal... Nee, ich mach mal kurz hier hinten. Also richtig geil, ne? Ja. Mega gut. Und da lüftet sich auch ein lange verschollenes Geheimnis, was auch ich nicht wusste und ich glaube Armin auch nicht. Und Jannis haut eine seiner versteckten Leidenschaften raus. Also guckt auf jeden Fall rein. Unbedingt reingucken. Ja, ansonsten bleibt gesund, gehabt euch wohl. Wir sind hier ohne Maske, weil wir uns jeden Tag auf Corona testen lassen, immer einen Abstrich machen, bevor wir uns hier hinstellen. Da haben wir gedacht, wenn wir das schon machen, machen wir das mal ohne Maske. Genau. Weil wir ja hier bei Comic Cave total immer auf safe sind. Ja, müssen wir ja. Ansonsten können wir zumachen. Und dann kriegt ihr keinen coolen Stuff mehr vor Weihnachten. Ja, nee, das wollen wir natürlich nicht und ihr wollt das auch nicht. Und die Cave News übrigens, nicht die Cave News, die C19 Sale Videos, die gehen jetzt auch wieder weiter. Jannis macht ein bisschen Pause, dann könnt ihr mit uns beiden ein bisschen Vorlieb nehmen. Ab morgen geht es dann mit den C19 Sales die ganze Woche, jeden Tag wieder weiter. Also gehabt euch wohl und bis die Tage. Ciao, ciao.